Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Eines der wichtigsten Ziele von uns Freien Wählern im Landtag ist die bestmöglichste Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen. Deshalb setzen wir uns jeden Tag für ein vielfältiges und differenziertes Bildungssystem in Bayern ein. Ein Bildungssystem, das individuellen Neigungen und Begabungen aller Schülerinnen und Schüler Rechnung trägt. Neben unseren sehr guten öffentlichen Bildungseinrichtungen kommt Ersatzschulen dabei eine wachsende Bedeutung in der Schullandschaft zu. Diese Schulen in freier Trägerschaft bieten ein zusätzliches, hochwertiges Bildungsangebot. Die steigende Nachfrage nach Plätzen in diesen Einrichtungen beweist deren hohe Qualität. Erst diese Woche haben wir uns wieder mit Vertretern des Rates freier Schulen im Landtag zu einem parlamentarischen Abend getroffen. Und wir hatten gute Nachrichten für Sie. Allein im Jahre 2022 stehen für den Privatschulbau rund 76 Millionen Euro zur Verfügung. Zugleich haben wir in der Bayern-Koalition dafür gesorgt, dass Personalkostenzuschüsse erhöht und die Beobachtungszeiträume auf 3 Jahre verkürzt werden. So kommen Anpassungen der Zuschüsse schneller bei betroffenen Schulen an. Auch bei vielen weiteren Herausforderungen standen die Staatsregierung immer an der Seite öffentlicher wie privater Schulen. Gerade während der Corona-Pandemie konnten wir einen deutlichen Verstärkung des Mitteleinsatzes erreichen. Zudem treibt Kultusminister Piazzolo die Digitalisierung voran, ebenso wie weitere Programme, bei denen stets auch Privatschulen mit einbezogen werden. Grund für all das ist die Bayerische Verfassung. Die garantiert in Artikel 134 Privatschulfreiheit und damit das Ersatzschulwesen als Institution. Daraus folgt eine staatliche Verpflichtung zur Unterstützung von privaten Schulen. Und genau deshalb wird Bayern auch in Zukunft Geld in private Schulen investieren und damit wesentlich zu ihrem Erhalt und ihrer Weiterentwicklung beitragen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.